Hallo und herzlich willkommen nach langer Zeit zu einer neuen Folge Warframe. Wir haben lange nicht mehr Warframe gespielt, echt. Das ist 2 Monate her? Irgendwas in dem Bereich. Für 1 Monat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wieder ein paar Updates. Irgendwas bestimmt passiert, keine Ahnung. Ich habe mich da nicht drum gekümmert, auch nicht drauf geachtet. Ich habe aber nur dauernd jeden Tag eingeloggt. Ja, standardmäßig macht ja jeder, ne? Ja, und jetzt warten wir erstmal, dass es lädt. Hey, was ist sonst so passiert? In Warframe habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Wir haben bei uns im Clan haben wir noch was gebaut. Dann habe ich ganz klein wenig die Waffen gelevelt, aber sonst haben wir wirklich echt... Julian und ich hatten echt null Bock, irgendwie Warframe zu zocken. Da war keine Motivation da. Tja, so ist es, aber Spiel ist trotzdem geil, muss man sagen. Ab und zu werden wir schon wieder zocken, aber wir haben momentan viele Projekte am Laufen und das heißt, wir haben halt weniger Zeit, irgendwie viele Spiele gleichzeitig zocken zu können. Und endlich fängt's an. Uiui, das leckt ja schon mal ein wenig, das ist ja gar nicht geil. Ja, was machst du? Ja, Zwischensequenz überspringen. Auf jeden Fall, wir haben... Boah, das leckt ja mal richtig krass. Hier ist die Lebensanzeige. Boah, das geht ja mal gar nicht. Was ist denn da passiert? Was haben die da reingefügt, dass es so leckt? Boah, okay. Ich denke mal, ich bin gleich wieder da. Ich mache so einen kleinen Cut und guck nochmal irgendwie, wie das, ich das geschissen krieg. Dann sage ich mal bis gleich und... So, da sind wir wieder. Ich glaube, es lag an Antivir. Kann es aber nicht ganz genau sagen. Naja, auf jeden Fall hängt es jetzt nicht mehr. Ja, einiges hat sich auf jeden Fall verändert. Auch, dass ich vergessen habe, das zu aktivieren. Soll einiges bei den Waffen noch dazu gekommen sein. Ist halt auch eine Alpha, eine Beta. Kann man nichts sagen. Für eine Beta ist es schon mal ziemlich geil. Schon lange ziemlich geil. Du guckst nicht so. Also da wirklich Respekt. Stehen noch ein paar Sachen. 1200. Das ist ordentlich Damage. Stimme wurde, glaube ich, auch verändert. Von der Seite auch noch. Ja, kann er ruhig machen. Ah, wir sind alle fertig. Hat sich da so ein Skin geändert? Ich glaube, ich habe da... Oder ist es die Vekte? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, auf jeden Fall ist das hier eine Alarmierungsquest, in der man ein Forma kriegt, deswegen mache ich die Quest auch. Weil Formas sind einfach wertvoller als diese Scheiße. Ja. Und da. Ja, als Rhino kann man die. Als Rhino kann man die Quest ja sowieso alle allein machen. Jetzt mein Oberon nehmen wir, wäre schon längst viermal gestorben. Dazu habe ich hier die Pornowaffen schlechthin. Shit, der tut weh. Ach, das ist der da. Ah. War ja klar. Ne? Der macht so direkten Drecks-Damage. Das ist so abnormal. Du gehörst hierher, Davo. Es gibt keine andere Option. Okay, was der gelabert hat. Alter, du. Das
schießen die auch so permanent hier. Kotzt mich ja jetzt direkt schon an. Ich merke, das Spiel hat entweder ist das Level, das hier an Schwierigkeitsgrad gewonnen hat, oder das Spiel. Ich würde sagen, sie haben auch das Spiel ein wenig hoch gepusht, damit es halt ein Ticken schwerer ist. Fände ich auf jeden Fall ziemlich geil. Mehr Herausforderung. Ich meine, es gibt schon so ohnehin ist das Spiel, sagen wir mal, machbar. Dann ist es wiederum nicht machbar, wenn du allein spielst, weil das nicht klappt. Auch unmöglich. Du kannst das Spiel nicht gescheit spielen. Das ist auch viel zu schwer. Dann musst du online spielen. Zum Glück gibt es den Online-Modus, das finde ich auch ziemlich gut gemacht halt, aber ja, nett. Okay, ist ein Online-Spiel, ist klar. Und dann kommt halt der Teil dazu, weißt du, wenn du mit Freunden spielst, ist halt richtig geil. Ach ja, eine ganz große Neuigkeit wäre, Luca hat aufgehört, der hat keinen Bock mehr. Schade, schade, aber kann man nichts machen. Der hat gesagt, dem gefällt das Let's Play-Format einfach nicht so. Oh, 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 es hängt. Und, ja. Kann man nichts machen, seine Entscheidung. Ja, er darf das nicht, ja klar. Judah und ich werden auf jeden Fall weitermachen. Ziehen wir auch, oder? Ich will unbedingt die scheiß Waffe leveln hier. Alter, ich habe hier echt Frame-Drops mit dem Spiel. Irgendwie habe ich irgendwas zu hoch eingestellt oder irgendwas läuft gerade im Hintergrund richtig, richtig krass und zieht mir gerade voll die Leistung. Das nervt ja, da kann man nicht richtig spielen hier. Da steht noch einer. Was ist da hin? Schickst den. Eisiger Anführer. Das habe ich auch noch nie gesehen. Also sie haben schon neue Sachen zugefügt. Das finde ich ziemlich cool. Ja, weg. Boah, ich muss hier unbedingt richtig krassen... was muss ich machen bei der Quest? Ich will jetzt gerade zwei Ziele laufen. Die haben auch neue, Ach so, das ist ein Kumpel, der da war, okay. Nee, warte, ich muss jetzt da lang. Ach, das war für meinen Weg. Ah, okay, ich dachte schon, ich musste da schon irgendwas machen, aber ich dachte, das wäre, ich weiß nicht mal, was die Grundidee von der Quest ist. Ich hab sie nicht durchgelesen. Ja, so macht Nico das. Zerstören wir den. Nachladen, bam! Zerfetzt es. Irgendwas hat mir eben so einen Permaschaden gegeben. Vielleicht war irgend so ein Hitzefeld, das ich nicht gesehen habe oder so. Kann ja sein. Naja. Also so wie ich spiele jetzt wieder, wie ich es jetzt wieder gespielt habe, könnte ich gerade sagen, Julian, komm online, wir zocken, aber der kann nicht, der hat gerade Schule. Und ich bin gerade, hab mir gesagt, ich hab's geupdatet, hab mir gesagt, ja komm, lass schnell eine Runde zocken, bevor du los musst. Ich musste mir noch Sachen abgeben, kurz in die Stadt, dann nochmal Uni. Aber habe ich gesagt, komm, die Zeit nimmst du dir, die 15 Minuten, easy peasy, machst du noch schnell eine Quest. Nachdem es geupdatet ist, guckst du es dir an und als sagst du, hat sich voll gelohnt. Erstens ein Former und zweitens geile Veränderung. Hinter mir entstehen. Also ich kann die Moas one-shotten. Nur nicht immer. Boah, wenn irgendwann mal die Galatine Prime gibt, ey, ich sag's dir, ich spiele Nächte durch, um die zu kriegen. Bam. Oh, der ist nicht weg. Ja, dann nicht. Merkwürdig, dass ich... Alter. Jetzt
übertreiben sie. Boah, ich habe keine Energie mehr. Ja, gut, dann. Dann müssen wir sie so fertig machen. Den machen wir platt. Den machen wir platt. Na, komm. Der ist weg. Weg. Zack, einmal aufgeladen. Zack, weg. Da wo ist er. Ah, die haben das. Das Wegfliegen haben sie auch gepatcht. Das finde ich aber mega geil. Das war so unrealistisch. Das war auch so komisch wegfliegt. Und jetzt haben sie es gepatcht. Hammer geil. Ah. Geben die mir hier noch die Messe hier? Ja. Ich wäre feierlich. Stecken die denn vor mir, dass ich das hier nicht wollen, dass ich hier. Lass jetzt auf, da drauf zu knallen. Ich bleib hier stehen, hier level ich die Kackwaffen. Scherz, oder weißt du, der geht da hin und will einfach nur das Ding zu machen. Was die Punkte unter meinem Zielteil da. Unter meiner Kimme, unter meinem Kimme und Korn. Ja, ich weiß nicht mehr, was ist das eigentlich? Ist das echt Kimme und Korn? Beide Wörter? Oder nur Kimme oder nur? Okay, Korn wäre komisch. Du guckst nicht. Auf jeden Fall unter dem Zielkreuz. Ich sag es mal, Zielkreuz. Was die da heißt. Der hat jetzt nicht ernsthaft gehackt. Shit, hab ich ein paar Mal zu viel gedrückt. Schon wieder. Nico mit den Hummeln im Arsch. Diese fliegenden Viecher hasse. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Also von irgendwas kriege ich hier Schaden. Vielleicht ist irgendwie was Neues eingeführt worden, so. Es gibt ja jetzt auch noch so Sachen wie Radiation oder sowas, dass wenn jemand einer stirbt, dann bekommt. Was ist der? Ja, das ist immer noch bis drauf. Ich muss einen Endboss zerficken. Okay. Wow. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also echt so gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie stark das Viech ist. Und der Teil, dass ich den hier gerade richtig mal aufs Maul krieg und ich null Energie habe, ist nicht gerade gut. Ich sehe gerade auch null Chancen irgendwie zu überleben. Das zwei ich hab die Gags ausgerüstet. Ich krieg grad hart aufs Maul. Alter, der lädt da so einen Strahl auf, der mir richtig auf die Fresse gibt. Und es sind zwei. Nee. Oder? Also da ist einer, der Stress will. Der hindert mich gerade auch dran, meinen Nahkampf einzusetzen. Und der zieht nicht schlecht. Also ihr seht, dass ich gerade... Alter. Der hat sich... Komm, den schaffe ich nicht.
Gut, dann doch kein Forma. Schade, schade, Schokolade. Aber der Gegner, den will ich irgendwann mal in der Aufnahme. Den mache ich fertig. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.